Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's, Aubertin. Heute gibt's das Opening zu Pharaonic Guardian für die PSL. Unser nächster Gegner ist Santiago Cards aus dem Set. Ich habe nämlich keinen Plan, was drin ist. Ich habe auch vorhin nicht geguckt, ich lasse mich komplett überraschen. Denn beim letzten Mal wurde ich ziemlich enttäuscht, als ich geguckt habe, was drin war. Deswegen lasse ich heute mal sein. Aber bevor wir das machen, können wir heute wieder Tournament Packs öffnen. Denn wir haben ja gegen Kitty gewonnen. Heißt, wir kriegen wieder 5 Tournament Packs. Die Tournament Packs sind Tournament Pack 3. Und die machen wir einmal auf. Wir hat 5 Stück. Los geht's. Flip Cards. Anti-Regie, auf jeden Fall super sinnvoll. Und zack, zack, zack. Ja, da war ja viel dabei. So, wir sind gekommen für Pharaonic Guardian. Da ist es. Let's get ready. Stimmt, hier ist ja Book of Moon drin, Alter. Und die Gravekeepers, stimmt, die Gravekeepers sind drin. Leute, die Gravekeepers sind hier drin. Das könnte richtig, richtig gut werden. Aber Book of Moon ist halt insane. Und der Spare Soldier könnte auch interessant werden. Watch. Da ist der erste Spy. Der erste Spy. Eudora ist auch drin, ne? Reasoning ist hier auch drin. Alter, was ist das für ein Set? Reasoning, Call of the Mummy ist auch hier drin. Da ist jetzt auch nicht schlecht. Salient, not bad. Curse nicht so gut. Dimensionskapsel ist hier auch drin. Interesting. Timeter auch, okay. Regeki Break ist hier drin. Regeki Breaks. Terraforming. Aber Necrolade müsste auch hier drin sein, ne? Das Bild könnte auch okay sein. Ride of the Spirit, okay. Salient. Ich brauche auf jeden Fall die Spice. The Arcanum of Nightmare. Nochmal Terraforming. Reckless Greed ist auch hier drin. Noch ein Regeki Break. Das könnte vielleicht unsere Quickspell setzen. Mal gucken. Oh, und Deal of a Traveler. Die fühle ich, die fühle ich. Ich glaube, die werde ich sogar spielen. Zumindest als One of the Side Deck oder so. Royal Tribute, stimmt ja, die ist auch hier drin. Da ist der Guard. Der zweite Spy. Let's go. Pyramid Turtle. Poison Mummy. Birdface. Ride of Spirit, der zweite. Lava Golem, Secret Rare. Noch nicht jetzt, aber irgendwann im Verlauf des Turniers könnte die mal gut werden. Und Odile of a Traveler. Playset. Wir haben nicht erst einen zweiten Lava-Golem bekommen, oder? Ach du Scheiße, ey. 10 Packs to go. Und Reasoning ist auch hier drin. Crazy. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Sorry. Da ist der dritte Spy. Royal Tribute. Oh, wir brauchen Necrovalley, Alter. Aber wir haben schon 2 Secrets gekriegt. Das ist halt sehr unwahrscheinlich. Dimensionskraft. Niederzieling ist auch hier drin. Crazy. Gravekeeper ist schief. Alter, wir ziehen ja insane. Wir brauchen nur Necrovalley. Der vierte Spy ist nicht so geil, aber Terraforming, das Playset. Guard Playset. Ich glaube, Salient auch. Der Watcher ist jetzt nicht so krass. Metamorphose ist auch hier drin, stimmt. Und jetzt habe ich unsere erste, oder? Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier einige gute Garten. Der fünfte Spy. Weird. Guard. Die letzten 4 Packs. Spy und Guard. Die beiden befolgen mich. Spirit Reaper. Noch eine Handrip-Karte. Oh mein Gott. Letzten 2 Packs. Trap Dust Shoot ist hier drin. Das ist eine Common. Ich habe nur eine davon gezogen, Leute. Das könnte böse werden. Ich spiele auf jeden Fall mehr Traps, wenn die Karte im Format rumrennt. Und. Aber Goa ist auch nicht schlecht. Könnte interessant werden. Letztes Pack für heute. Lass mich gucken. Joa. Hier ist mal die Übersicht unserer ganzen gezogenen Karten. Auf jeden Fall ziemlich viel cooles Zeug dabei, muss ich fairerweise sagen. Also im Set waren ja richtig viele gute Karten auch einfach drin, ne? Aber wir haben kein Necrovalley gezogen. Das ist halt so schade, ne? Das ist halt so schade. Aber wir haben viele gute Karten bekommen. Mit den ganzen Gravekeeper Monster. Und ein Book of Moon auf jeden Fall. Und natürlich die 2 Lava Golems. Den Chief haben wir auch bekommen. Obwohl der nicht so krass ist. Ohne Necrovalley. Dimensionskapsel. Ja, auf jeden Fall neat. Dann würde ich sagen, das war es aber schon wieder zum Opening zu Pharaonic Guardian. Sehr cooles Set. Wurde der erste Archetype eingeführt, nämlich die Gravekeepers, wie ihr gesehen habt. Mein persönlicher Lieblings-Archetype. Fun Fact: Das Deck seht ihr im nächsten Mal wie im letzten Video. Das werde ich mich, glaube ich, häufiger machen. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.